Lieber Gerhard, ganz herzlichen Dank für deinen Vortrag, der zum Nachdenken, vielleicht auch zum Widerspruch einlädt. Noch etwas zu meiner Person. Du hast mich angesprochen als Theologen, dass in der Bibel es heißt, dass die Sünden der Väter bis ins dritte und vierte Glied verfolgt werden. Ich empfehle allen, die noch zu Hause eine hebräische oder deutsche Bibel haben, Hesekiel oder beziehungsweise in der katholischen Bibel Ezechiel Kapitel 18 zu lesen. Jede Generation ist für sich selbst verantwortlich, sagt der Prophet. Also das ist lesenswert. Gut, aber jetzt haben Sie das Wort. Da war erstmal hier Gabi Weber, dann war ganz da hinten rechts jemand und dann sehe ich hier jemanden. Eins, zwei, drei. Und dann der vierte ist der Rüdiger Zech. Okay, oh ja. Erstmal die vier. Da haben wir schon genug zu tun und wir sind gut in der Zeit. Ich danke den beiden Referenten, die sich an die Zeiten hielten. Und jetzt schaffen wir das auch. Gabi. Ja, vielen Dank an Sie beide für die interessanten Inputs, die wir bekommen haben. Ich habe eine ganz kurze Bemerkung zu Ihrer Anmerkung, dass Deutschland sehr völkerrechtsgläubig ist. Ich finde, wir sind völkerrechtsgläubig, wenn es uns in den politischen Kram passt. Und dann habe ich an dich nochmal eine Frage. Sie haben es jetzt zum Schluss, Herr Fulda, auch noch erwähnt, das Existenzrecht. Das ist eine Sache, die mich einfach brennend interessiert. Wie wird das festgemacht? Welcher Staat existiert? Welcher Staat hat ein Recht auf Existenz? Hat ein Staat ein Recht auf Existenz, der keine festgelegten Grenzen hat, der rassistisch, expansionistisch? Ist verstanden. Jede zwei Minuten für Statements. Ja, aber ich habe noch keine zwei Minuten. Ich bin noch dran. Jeder hat zwei Minuten für Statements. Ja, aber es sind meine zwei Minuten schon um. Nein, ich wollte es nicht sagen. Dann lass mich doch einfach zu Ende reden, Martin. Also, ich weiß nicht. Wenn irgendwas gesagt wird, was nicht in den Kram passt, dann finde ich, können wir diskutieren. Aber ich habe doch das Recht, jetzt kurz meine Frage zu formulieren. So. Und die zweite Frage war, Sie haben dieses Zitat von Golda Meir am Anfang gebracht, dass es eben doch eine religiöse Motivation gibt für die Gründung des Staates. Und ist es tatsächlich realistisch, wenn wir immer sagen, dass wir die Religion ganz außen vor lassen sollen und dass es ein rein politischer Konflikt ist? Oder ist es schon wichtig, dass man eben beide Aspekte schon auch mit aufnimmt in die Betrachtungen? So, wer beginnt von beiden? Also gleich? Ja, bitte, gleich. Ja, Gabi, das hast du schon gesagt, der Erd, es gibt kein Existenzrecht, sozusagen völkerrechtlich. Es gibt eine Existenz der Staaten, die aber auch nicht vom sozusagen internationalen UNO oder vielleicht von den USA abhängig sind, sondern diejenigen, die sich zu einem Staat konstituieren, wenn sie klassischerweise drei Voraussetzungen haben. Sie haben ein Gebiet, sie haben eine Bevölkerung, also ein Volk, und sie haben auch eine fähige Organisation. Dann können sie sich als Staat organisieren. Nehmen wir das mal beim palästinensischen Staat, dem die Israelis ja den Staatscharakter und auch die UNO irgendwie noch vorenthält. Die haben sich schon 1988, die PLO damals, Arafat in Schweden, als Staat sozusagen konstituiert. Es ist nie anerkannt worden. Heute gibt es, glaube ich, über 130 Staaten, die sie anerkennen als ein Staat. Allerdings, und das ist die Krux, völkerrechtlich sind sie ein Staat. Und das können alle anerkennen. Nur da spielt die politische Situation natürlich eine große Rolle, dass nämlich in der UNO die großen Staaten das nicht anerkennen. Das heißt, der Sicherheitsrat in seiner Minderheit, allerdings über ein Veto verfügend, haben das bisher nicht anerkannt. Und Deutschland natürlich auch, die NATO-Staaten nicht. Das heißt, es ist also ein Zwitter. Es gibt keine Anerkennung eines Existenzrechts, sondern jede Bevölkerung, die über ein Gebiet verfügt und über eine Regierung, kann sich zu einem Staat auch konstituieren. Und dieses ist etwas, was auch Israel natürlich vorbehalten bleibt. Sie sind als Staat überhaupt auch außerhalb jeglicher Frage. Sie sind ein Staat und sie sind garantiert und sie sind meines Erachtens im Augenblick sogar der sicherste Staat in der Welt. Denn sollte irgendjemand einen Angriff aus Israel machen, so würden sofort alle
ihr zur Seite, Israel zur Seite stehen. Das Problem liegt nur darin, dass sie sozusagen jetzt auch noch den Staat als einen jüdischen Staat anerkannt haben wollen. Das ist völkerrechtlich unmöglich. Dieses ist sozusagen ein internes Problem, was sie dann mit ihrem demokratischen Anspruch sozusagen auf einen Nenner zu bringen haben. Aber das ist kein völkerrechtliches Problem. Also, die Forderung, ein Existenzrecht anzuerkennen, ist völkerrechtlich vollkommen irrelevant. Ein Staat ist ein Staat und da kann es jeder Staat halten, nehme ich politische Beziehungen mit ihnen auf oder breche ich sie ab. Das war damals mit Südafrika auch ein Staat ohne Legitimation. Oder damals Chile unter Pinochet. Die UNO hat sich nicht darum geschert, welcher Charakter die Regierung war. Aber es war ein Staat. Und nehmen wir es genauso als letztes nochmal Syrien. Obama hat gesagt, mit Damaskus werde ich nie verhandeln. Ich gehe dort einfach rein. Das war völkerrechtswidrig. Das ist ganz klar nicht angegriffen. Und das war ein völkerrechtswidriger Akt. Das war eine Leugnung der Souveränität eines Staates. Und das braucht auch dann nicht mehr der Anerkennung durch die UNO oder die USA. Ich hoffe, das geht so einigermaßen klar. Ja, aber ich glaube, ich stimme dem ja zu. Es ist zwischen uns beiden bei BIP manchmal so, das ist eigentlich ganz schön unter Juristen, die können sich widersprechen und lieben diese Diskussion. Und deshalb habe ich zu manchen seiner Ansichten andere Ansichten und er hatte andere Ansichten zu meinen. Das ändert nichts daran, dass wir uns um das gleiche Ziel kümmern und unsere Überlegungen darauf konzentrieren, was können wir und wie erreichen. Ich glaube zum Beispiel, dass diese Drei-Elemente-Lehre, die hat ein Völkerrechtsprofessor namens Jelinek in Deutschland mal erfunden, die wird außerhalb Deutschlands von niemandem ernst genommen. Das gibt einige, die sich gelegentlich darauf berufen, vor allem in Lateinamerika, aber in Wirklichkeit. Und ich habe natürlich Völkerrecht von der praktischen Seite, von der Regierungsseite her gemacht, jahrelang und intensivst. Nach meiner Auffassung ist die staatliche Existenz eines anderen Landes ausschließlich abhängig von der Anerkennung durch andere Staaten. Mit anderen Worten, nehmen Sie Nordzypern, das hat ein Staatsgebiet, das hat eine Regierung, das hat eine Bevölkerung. Es ist also alles so da, es wird trotzdem außer von der Türkei von niemandem auf der Welt anerkannt. Es hat mit anderen Worten, in den Augen der Welt ist es kein Staat. Und so ist das eben auch bei Israel, dass Israel welche Grenzen es hat oder nicht. Wenn die Regierungen der Auffassung sind, mit dem Staat habe ich diplomatische Beziehungen, dann ist es anerkannt. Und zwar in den Grenzen, die dieses Land normalerweise bestimmt, es sei denn, wir haben dem ausdrücklich widersprochen. Zum Beispiel, wenn ich nochmal auf Ost-Jerusalem zurückkommen kann, wir haben im Völkerrechtsreferat des Auswärtigen Amtes regelmäßig die Besuchspläne von deutschen Ministern nach Israel bekommen. Wenn da ein Regierungsgespräch in Ost-Jerusalem vorgesehen war, haben wir gesagt, geht nicht, Kommando zurück, das ist gegen unsere Prinzipien. Das heißt, wir haben immer, wenn sie nach West-Jerusalem gingen, gesagt, okay, das ist die Hauptstadt von Israel. Infolgedessen haben wir als Deutsche, wie fast alle, das anerkannt. Dagegen haben wir bis heute nicht und werden bis heute nicht anerkennen, dass in Ost-Jerusalem irgendeine Botschaft sein könnte. Mit anderen Worten, das sind durchaus unterschiedliche Akzentuierungen, die aber, wie gesagt, an der grundsätzlichen Übereinstimmung, die wir für die eigentlichen Fragen haben, nichts ändern. Jetzt fürchte ich, jetzt gibt es eine Disput zwischen den beiden und wir wollen eine Ergänzung nur zu der Frage der Grenze. Welche Bedeutung eigentlich die Grenze für die Anerkennung ist? Es ist ja einer der großen Streitfragen, dass Israel Hamas vorwirft, die Grenzen nicht anzuerkennen. Das ist ganz eindeutig so, dass die Hamas immer gesagt hat, wir werden Israel anerkennen, dann, wenn die PLO mit Israel einen Statusvertrag hat und der durch die Palästinenser in einem Referendum anerkannt ist, wo die Grenzen vollkommen definiert sind. Israel, das haben wir gehört, weigert sich aber, Grenzen wirklich anzuerkennen. Und niemand, der nach Israel reist, wird eine Karte mit den israelischen Grenzen, wo die grüne Linie als Staatsgrenze ist. Das heißt, der Anspruch, ein Land anzuerkennen, hängt
ganz eindeutig davon ab, dass die Grenzen dieses Staates auch klar benannt sind. Anders gibt es keinen Anspruch. Das wollte ich nur noch ergänzen. So, jetzt, wo ist das Mikrofon im Augenblick? Nee, das heißt, ihr müsst ja auch noch ein paar andere dazu. Da ganz da hinten. Nee, weiter hinten. Ihnen noch, da waren zunächst die Wortmeldungen. Ganz hinten wurde, sich hatte sich jemand gemeldet, der vorletzten Reihe oder drittletzten Reihe, das kann ich von hier aus nicht so genau erkennen. Sie waren dann, und dann war noch erst hier auf dieser Seite, und dann waren Sie dran. Tut mir leid. Wie bitte? Ganz da hinten, von mir aus rechts gesehen. So, ich habe drei Fragen. Die erste Frage, die Unterstützung Israel durch die Bundesregierung mit der Begründung mit dem Holocaust. So, damals existierte keine Stadt Israel. Also da waren deutsche Juden, polnische Juden, alles passiert hier innerhalb von Europa, aber nicht in Palästina. Und deswegen, warum, mit welcher Begründung wird Staat Israel entschädigt und mit allen Mitteln unterstützt? Das ist Frage 1. Frage 2, die Siedlungen sind alle ausschließlich auf Berge und Hügel. Es gibt keine einzige Siedlung in einem Tal. Sind die im Notfall als Militärbasen oder nicht? So, die dritte Frage ist die, was die Angela Merkel damals in Knesset gesagt hat, die Sicherheit Israel ist Sicherheit Deutschland. Und als sie hier gesagt, die Sicherheit Israel ist, gehört zu Staatsräson Deutschland. Was bedeutet das konkret? Danke. Ja, wenn ich mit dem letzten anfange, wenn Sie genau zugehört haben, habe ich gesagt, dass das ein Ende haben muss und auf einer der Folien stand drauf, nie wieder Staatsräson obendrauf, wenn Sie den Satz gesehen haben. Mit anderen Worten, ich halte das nicht für ein irgendwie relevantes Kriterium, mit dem wir unsere bilateralen Beziehungen mit Israel gestalten können, weil es, wie gesagt, dazu führt, dass die immer mit dem Wunschzettel ankommen und sagen, bitte schenkt uns was. Und sie schenkt, es ist ja nicht nur materielle und finanzielle Zuwendung. Das geht bis in Personalentscheidungen hinein. Und das geht natürlich auch für politische Entscheidungen im internationalen Raum an anderer Stelle. Bitte, ihr müsst jetzt beim nächsten Mal in der UNO so oder so abstimmen. Und ich weiß noch nicht, was dahinter steht, beispielsweise, dass Israel zugunsten Deutschlands plötzlich zurückgezogen hat bei der Besetzung eines nichtständigen Sitzes im UN-Sicherheitsrat. Ich vermute, dass da auch ein Deal dahinter steckt. Aber ich weiß noch nicht, welcher. Zweierlei nur. Erstens, das stammt nicht von Merkel, der Satz vom Staatsräson, sondern von Rudolf Dressel, kommt also aus der SPD und ist seinerzeit dann auch von Fischer übernommen worden. Das ist sozusagen der Konsens der politischen Klasse da oben, die sich eigentlich juristisch vollkommen irrelevant, aber das sozusagen zu ihrer Grundlage einer Israel-Politik ausgesetzt. Das ist im Grunde ein politisches Statement, dass wir über unsere Unterstützung, welche Regierung das auch immer sein wird und was auch immer sie machen wird, das werden wir unterstützen. Das ist sozusagen die politische Message dazu. Juristisch vollkommen irrelevant. Das Zweite ist zu den Siedlungen. Auch die, ob sie im Tal sind oder ob sie auf den Hügeln sind, ist juristisch oder völkerrechtlich vollkommen gleich. Sie sind alle völkerrechtswidrig. Und zwar egal auch, ob die israelische Regierung, die macht ja ebenfalls einen Unterschied zwischen rechtmäßigen Siedlungen, die von ihr gebilligt sind, und denjenigen, die wild dort entstanden sind, die dann später legitimiert werden, legalisiert werden. Nein, sie sind alle rechtswidrig und müssten eigentlich alle sozusagen geräumt werden. Eine letzte Anmerkung dort, es gibt schon lange, was vergessen worden ist, die PLO hat allen Siedlern ein Angebot gemacht, dass, wenn ihr die Souveränität eines palästinensischen Staates so anerkennt, wie die arabischen Palästinenser die israelische Souveränität in Israel anerkannt, dann könnt ihr bleiben, aber ihr müsst die
palästinensische Souveränität in diesem Staat anerkennen. Sofort von den Siedlern abgelehnt und auch von der Regierung. Das ist sozusagen auch ein abgelehnter Vorschlag für eine friedliche Lösung. Wo ist jetzt das Mikrofon? Das gehört hier vorne zu dem Herrn. Hier, da kommt... Nein, der Herr war vorher dran. Dann kommt die Dame hier. Dann kommt die Dame, ich bin farbenblind, ich kann das nicht sagen, welche. Und dann kommt da hinten, Ecki, bei dir jemand dran. Alles hübsch, Rainer. So, ja. Bitte. Also ganz herzlichen Dank auch von mir, beiden Juristen. Herr Dr. Fulda, ein Begriff hat sich bei Ihnen eingeschlichen, der sehr allgemein, also viel gebraucht wird, bei Ihnen nur einmal: zurück ins Kerngebiet Israel. Ich bitte ganz dringend, diesen Begriff nicht mehr zu verwenden. Es gibt ein Kerngehäuse beim Apfel, das drumherum ist auch Apfel. Das drumherum, das angebliche um das Kerngebiet, ist nicht Israel, das kann man definieren, das ist besetzt und alles Mögliche, aber bitte diesen Begriff, diesen verbreiteten Begriff, gerade von Juristenseite nicht mehr verwenden. Danke. Ah ja, Sie können mich auch von diesem verstehen. Also da sind wir unterschiedlicher Auffassung. Ja, danke. Ja, ich bin Gabi Bieberstein aus Bielefeld. Und ich habe drei Fragen. Einmal wollte ich gern wissen, sowohl unter den Palästinensern als auch hier in Deutschland, in der Solidaritätsbewegung ist ja immer viel das Thema Einstaatenlösung, Zweistaatenlösung. Und werden ja richtige Kämpfe, ideologische Kämpfe drum geführt. Und ich wollte einfach mal fragen, wie sieht es aus völkerrechtlicher Hinsicht aus? Was ist da das sinnvolle Vorgehen? Oder ist es überhaupt gar nicht sinnvoll, sich dazu zu positionieren? Das wäre meine erste Frage. Dann meine zweite Frage, dieses Zitat von Falk, zu dem, dass das Völkerrecht eben den Widerstand für die Palästinenser, Möglichkeiten für den Widerstand an die für die Palästinenser an die Hand gibt, wollte ich fragen, es ist ja in der Vergangenheit oft geschehen, dass sie diesen nicht genutzt haben, diese Möglichkeiten des Widerstandes. Lange Zeit sind sie ja auch gar nicht vor den Internationalen Strafgerichtshof gegangen, jetzt tun sie es. Die Frage ist, sie tun es nicht wegen dem Druck, aber ich würde das gerne genauer wissen. Was passiert da eigentlich immer, wenn sie es tun und was könnten sie alles noch tun, was sie nicht tun? Und die nächste Frage wäre noch, gerade auch in völkerrechtlicher Hinsicht, wie ist es mit erneuten Wahlen? Die sind ja auch schon lange überfällig. Da hört man ja überhaupt nichts von. Manchmal wieder, als es um diese Versöhnungssachen ging, dann wurde mal wieder kurz darüber geredet, aber sonst dann eben nicht. Wer macht das? Also Ein-Staaten-Zwei-Staaten-Lösung, Sie haben ja sicher aus meiner Wiederholung gehört, unter der Voraussetzung, dass sich Israel zu einer Zwei-Staaten-Lösung bekennen würde, würde das gelten, was ich dann weiter ausgeführt habe. Wenn das nicht so sein wird, wenn es eine Ein-Staaten-Lösung gibt, es sind ja auch noch andere Modelle im Gespräch, bei einer Ein-Staaten-Lösung ist diese Problematik der nicht-jüdischen Mehrheit in Israel ein ganz zentrale, der ich glaube, müsste sich der Westen irgendwann auch stellen. Und da gilt eben nicht nur Stefan Hessel und empört euch, sondern da gilt, dass wir realisierbare, denkbare Möglichkeiten in die Diskussion bringen, die die verhärteten Fronten auflösen. Und ich möchte jedenfalls nicht derjenige sein, der gesagt hat, ich bin dafür eingetreten, dass 5 Millionen zurückkommen können und dass die alle wieder in ihre alten Dörfer gehen können und dass sie ihre Schlüssel alle vorhalten können. Das ist total, entschuldigen Sie bitte, total unrealistisch. Das wird es, abgesehen davon,
dass ich es nicht unterstütze, was irrelevant ist, was ich unterstütze oder nicht, sondern es wird sich in der politischen Wirklichkeit entscheiden und die ist anders. Die Machtverhältnisse sind anders. Und wenn man sich nicht innerhalb der Machtverhältnisse nur mal versucht, dennoch gewisse Handlungsspielräume zu öffnen, dann braucht man politisch nicht mehr zu reden, dann braucht man sich nur noch zu empören. Zu der Frage, ein Staat oder zwei Staaten, letzten Endes ist das nicht unsere Entscheidung, sondern das müssen wirklich die Palästinenser und auch die Israelis unter sich ausmachen. Aber es ist Folgendes, man kann ja sozusagen doch analysieren, was im Augenblick die Situation ist. Und da würde ich sozusagen sozial und politisch sagen, Die Lösung von zwei Staaten ist fast unmöglich. Wir haben das an der territorialen Aufsplitterung und der Situation gesehen. Allerdings auf der anderen Seite, und das ist jetzt auch wiederum meine juristische Position, unterstütze ich, dass nach wie vor die PLO auf die Zwei-Staaten-Lösung orientiert. Und zwar, obwohl sie meines Erachtens schon das sagt Ilan Pappe und andere sehr richtig, sozial gar nicht mehr möglich ist, weil die Siedler sich dort nicht aus dem Gebiete herausdrängen lassen. Deswegen unterstütze ich die Position der PLO, weil es für sie die einzige Möglichkeit ist, über die Unterstützung, die ihr sonst nicht zukommt, überhaupt noch über den Druck, über das Völkerrecht und eventuell die Gerichte dazu gleichzeitig noch Druck auszuüben. In dem Moment, in dem die PLO oder die PA sagen würde, wir geben die zwei Staaten auf, würde dankbar insbesondere die Bundesregierung sagen, wir werden uns in die innerpalästinensisch-israelischen Probleme nicht mehr einmischen. Das ist eure Sache. Jeder Staat würde sagen, wenn ihr ein Staat seid, reduzieren sich eure Probleme auf die innerstaatliche Organisation eurer Gesellschaft. Ob Apartheid oder nicht, das müsst ihr in dem Staat ausfechten. Wir können dazu gar nichts machen. Das wäre ein Geschenk, insbesondere auch an die EU, die dann sagen würden, wir halten uns aus allen raus. Die einzige Möglichkeit, überhaupt noch einen Hebel des Drucks auf internationale Kräfte und Staaten auszuüben, ist, dass man sagt, nein, wir wollen zwei Staaten und da gibt es uns die Berechtigung, das Völkerrecht, alles, was ihr damals in Resolutionen des Sicherheitsrats, der Generalversammlung, aber auch in den ganzen Kodifikationen wir dort haben. Und das ist auch die Grundlage, weswegen die Palästinenser vor Gerichte gehen könnten. Die Argumentation der Israelis, ihr seid ja kein Staat, ist nach der jüngsten oder nach der letzten Aufwertung innerhalb der UNO, ist die obsolet geworden. Denn jetzt können sowohl Bensouda wie aber auch der ISTGH wie auch der IGH durchaus anerkennen, dass sie Klagerechte haben. Deswegen die harte Reaktion der Amerikaner, auch wenn ihr das tut, dann schließen wir die PLO-Organisation in Washington. Das heißt, dies ist die einzige Möglichkeit, die die Palästinenser, und das war immer auch eine Argumentation, immer eine Auseinandersetzung nicht gemacht haben, weil sie sagten, erstens, der Druck wird so hart, und zwar nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Man streicht dann die Unterstützung für uns. Aber es ist dann auch eben so, dass wir überhaupt gar keine Unterstützung bei niemandem mehr haben, wenn wir das tun. Und zweitens, wenn wir ein Gerichtsverfahren haben, dann sehen wir, dass die Israelis sich sowieso nicht daran halten. Nehmen wir das Gutachten des IGH über die Mauer und den Sperrzaun. Da haben die Israelis gesagt, kümmert uns nicht. Und keiner hat sie zur Verantwortung gerufen. Das Völkerrecht ist nicht sanktionslos. Der Sicherheitsrat könnte durchaus die sozusagen Vollstreckung eines Urteils des IGHs auch anordnen aufgrund der UNO-Charta. Sie machen es nicht, oder sie können es nicht, weil dort das Veto der Amerikaner oder vielleicht auch anderer, dann der Engländer und Franzosen davor steht. Dennoch, die Möglichkeit, sich überhaupt mit den sozusagen nicht militärischen Mitteln des BDS, wie aber auch der Gerichte zur Wehr zu stellen, das, was ihnen geblieben ist, geht nur darüber, dass sie immer noch an diesem Fiktion der zwei Staaten festhalten. Das ist die Situation. Vielen Dank, Herr Professor.
Es ist 1 Uhr, eine Frage können wir noch zulassen. Ihre leider nicht mehr, da war eine andere hier im vorderen Bereich. Ja, genau, hier ist die Frage. Das wird die letzte Frage sein. Tut mir leid. Okay. Mein Name ist Günther Rath, ich komme aus Stuttgart. Wir haben viel Wichtiges gehört zum Völkerrecht. Und ich meine aber, vielleicht hätte Dr. Fulda noch etwas sagen können zwischen den Widersprüchen zwischen dem nationalen Recht in Israel und dem religiösen Recht, ob da nicht auch ein Kampf stattfindet, den man wahrnehmen muss. Tja, ich muss sagen, dass ich das nationale Recht Israels nicht wirklich kenne. Ich weiß zwar, dass es da im Familienrecht durchaus mittelalterlich anmutende Strukturen gibt, etwa was Scheidungen mit Einwilligung oder ohne Einwilligung eines Rabbis angeht. Da sind Dinge, die mich manchmal sehr verwundern, aber das betrifft mich nicht. Es ist eine innere Angelegenheit in Israel. Und das Wichtige ist aber, ich mache mich nicht zu irgendwas äußern, wovon ich keine Ahnung habe. Das war ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank an die beiden Referenten. Ich bin ein Liebhaber des Völkerrechts und habe das mit Freude gehört. Vielen Dank an Sie als Publikum, dass Sie so diszipliniert waren. Und jetzt gehen wir zum Essen.